Motor! Es geht los! Beschuss! Die schießen! Runter! Beschuss, Achtung! Runter! Los, runter! Geht in Deckung! Hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahan yonere ne otenam da settakwe. Tini o ne yahotena tam da settakwe.
dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln in etwas Kaltes und Geordnetes, in etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Kein Gefühl, doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York.